Kein anderes Bundesland ein gleiches hat. Es war zu brauchen, nach alter Weise, der Schwaben im Banaterland, das heißt des Festes frohen Kreise, wir zu Ihnen abgesandt. Sie, Herr Oberbürgermeister und Partneronkel, einzuladen, das ist Sitte. Drum sind gekommen wir herein. Es ist ganz einfach unsere Bitte, heute unser Gast zu sein. Aber das Wort bleibt leer und holt sein Klingen, wenn es aus trockener Kehle ist. Drum lasst die Gläser jetzt erklingen mit Wein, der in der alten Heimat wächst. Wohl sein. Wohl. Das erste Glas gilt unverdrossen unserem schönen Schwabenland. Von Neckarfilz und Jax durchflossen, wo unsere Ahnen nie gestanden. Dem Banaterland, dem gilt das zweite. Dort, wo einst das goldene Saatenfeld sich wogend dehnt in blaue Weite, es war von Schwabenhand aufs Best bestellt. Zum Wohl. Zum Wohl sein. Das dritte Glas trinkt auf den Frieden, weil er das Leben uns erhält. Er sei er künftig uns beschieden, der Heimat und der ganzen Welt.
das letzte Glas gilt unserem Vaterland. Und alle, die sie ihm verschreiben, wir wollen gute Europäer sein und treue Schwabensöhne bleiben. Seht den bunten Strauß. Er verkörpert Leben. Der Erde Fruchtbarkeit der Wein, dem Leben Frucht durch Arbeit geben, ist Schwabensitte und wird es sein. Und wenn euer Wort wird dann vernommen, ziehen wir in dem Festkleid wie gekommen zum Schwabenball nach altem Brauch. Es bleibt, wie es war im Schwabenlande. Schaffe, schaffe, aber feste auch. Bravo. Bravo. Meine lieben Fest- und Ehrengäste, es ist nun mal ein alter und langer Brauch, die Schwaberleut auf dem Pegasus zu begrüßen. Und damit muss der Oberbürgermeister dichten, was das Zeug hält. Aber von eurem Heimatdichter habe ich statt der Vers, mal sehen, ob ich es hinkriege. Wir sind Ballader Schwaberleut, sind stolz auf unseren Stamm. Und schad ke Hitz und arg ke Kält, sind gesund und stark und stramm. Deshalb rufe ich euch zunächst einmal zu. Seid willkommen, ihr strammen Ballader Schwaberleut. Und hochverehrte Gäste, zum Schwabenball mit Landestrachtenfest. Ein. Keinen besseren Termin konnte es geben, ganz ohne Frag, als heute, 14. Februar, den Valentinstag. Es freut mich als Hausherr viel Prominenz zu begrüßen, die mit ihrem Kommen uns haben große Ehre erwiesen. Allen voran aus Rumänien, Herrn Botschafter Adrian Vierta. Wo steht er? Herrn Presseattaché Michael Fehrenbach und Herrn Wirtschaftsattaché Helge Fleischer. Wo sind Sie? Herzliches Willkommen. Unseren Abgeordneten von Bund und Land gilt mein herzlicher Willkommensgruß, damit sie mit Herz, Verstand und Mut endlich reformieren, was in Deutschland reformiert werden muss. Und jetzt komme ich ins Schwitzen, weil ich sie noch nicht gesehen habe, aber es reimt sich so schön, deswegen sage ich es halt mal auf Verdacht. Die werte Frau Steinbach. Ja. Ich muss da sagen, ist leider Gottes etwas passiert. Oi. Herr Steinbach wurde heute Nacht in einem bedenklichen Zustand ins Krankenhaus gebracht. Und kann sie leider nicht kommen. Die konnte leider nicht kommen. Also, dann begrüßen wir Sie mit diesem Reim beim nächsten Empfang. So lange kann ich mir den aufheben. Jawohl. Und schließlich unser lieber Mersch, da steht er, der wie immer perfekt organisiert zum 43. Mal den traditionsreichen, geliebten Schwabenball. Nicht nur ihm zu danken ist mir eine Pflicht, sondern nochmals zu bitten, zögern Sie nicht, zu organisieren auch den 44. Ball. Wir rechnen mit Ihnen, lieber Mersch, auf jeden Fall. Das kann ein Applaus. Und last but not least grüße ich ganz pauschal alle anderen Gäste hier im Saal, von nah und fern und aus der Stadt, die natürlich gerne solche fesche Gäste hat. Man sieht, draußen schaut sie raus, Göppingen strahlt jetzt in hellem Licht mit einer neuen Mitte, die alle besticht. Dass noch nicht alle Lampen am Marktplatz brennen, das trübt unsere Freude nicht. Nee. Auch wenn wir jetzt kein Geld mehr hin und grausig sparen müssen, lassen wir uns des Festen erst recht nicht verdrießen. 850 Jahre feiert deshalb unsere ganze Stadt
weil der Barbarossa selbst dies so beurkundet hat. Auch unser Sauerwasser frisch und klar gibt es schon 600 Jahre. 600 Jahre, Herr Bischof. Boris Becker, Tour de Ländle. Viel Prominenz gibt sich in diesem Jahr bei uns des Händle. Doch das Highlight, das ist jedem klar, das ist der Banater Schwaberball, wie jeden Jahr. Zu diesem großen, tollen Ball finden sich zusammen alle Schwaben, egal woher sie stammen. Denn alle haben wir gemein, die Liebe zur Heimat, den Frohsinn und den Wein. Kommt doch gleich. Für eure Einladung, liebe Banater Schwaben, sage ich deshalb herzlichen Dank. Und ebenso für den köstlichen Trank. Als Gegenleistung von uns sei kredenzt, kommt daher, Klosterneuburger Wein, der euch recht lang in den Augen glänzt. Also dann lasst uns die Gläser heben und unsere Freundschaft weiter pflegen, die wir gerne wollen bewahren, auch noch in den nächsten 100 Jahren. Glück, auf, drum und von Herzen Dank wünscht euch euer Patenonkel Reinhard Frank. So, jetzt kommt der Nächste mit seinem Gedicht. Das ist ein dichterischer Wettstreich heute. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Abgeordneter, Herr Botschafter, meine sehr verehrten Festgäste. Als Vertreter des Landes heute Abend darf ich auch einen kurzen Vers zum Besten geben. Es geht im Land die Kunde, dass heute in froher Runde der Schwabenball in dieser schönen Stauferstadt im Rathaus seinen Auftakt hat. Schon seit Jahrzehnten, das ist wahr, genau genommen 43 Jahre. So festgefügte Bräuche gelten, das findet man, weiß Gott, nur selten. In Göppingen, so war's mir schon berichtet, ist zudem auch der Brauch, dass sich zum Schwabenball verpflichtet, Rumäniens Botschaft fühlet auch. Es gilt heute froh zu feiern, das Brauchtum treu nach Väterart. Es wird versucht, ja auch in Bayern. Die Schwaben tun's jedoch auf ihre Art. Nun dank dem Schultes für den Wein mit Prädikat. Ich biet dafür den Trunk vom Bodensee als schwäbischer Legat zum Gruße aller Gäste, die heute gekommen sind zum frohen Feste. Bravo. Also man merkt, dass man im Land der Dichter und Denker sich befindet. Kommt her mit eurem Wein. Jetzt stoßen wir nochmal an. Und ihr müsst zuschauen, ihr Kleine. So, zum Wohl auf einen schönen Schwabenball. Zum Wohl. Herzlichen Dank. Erstens darf ich Sie heute Abend im Namen der rumänischen Regierung ganz herzlich begrüßen. Es ist für mich eine besondere Freude und eine besondere Ehre, dass ich hier eingeladen worden bin. Und ich weiß, dass ich auch an diesem Abend auch eine sehr kurze
Rede ein bisschen später halten werde. Ich verspreche es, dass ich das sehr kurz und schmerzlos machen werde. Ich habe leider kein Gedicht vorbereitet. Ich möchte nur ein berühmtes Gedicht nur sehr kurz paraphrasieren, wenn Sie mir gestatten, als Versuch. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so glücklich bin. Ich fühle mich wie zu Hause, das kommt mir nicht aus dem Sinn. Ich danke Ihnen. Jemand, der gerne ein Grußwort sagen möchte. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte bedienen Sie sich oder Sie werden bedient. Sie Strahlen jetzt.